Christian Groß heute 1:1 gegen Mainz. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, Enttäuschung ist schon groß. Wir haben jetzt zwei Punkte liegen lassen. Ich glaube, jeder, der heute im Stadion war und die 90 Minuten gesehen hat, hat gesehen, dass er drückend überlegen war. Das Einzige, was gefehlt hat, ist das 2:1. Aber trotzdem, wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Und müssen jetzt gucken, dass wir auswärts einen Dreier holen. Ist noch nichts verloren. Es sind noch 4 Spiele in der Saison. Ist noch alles offen. Ihr seid jetzt erstmal Fünfter, habt aber einen Punkt Rückstand nur auf Platz 3. Ja, also, ja gut, es hat sich ein bisschen was geändert, aber trotzdem sind noch 4 Spiele. Nächster Spieltag kann alles wieder komplett anders sein. Von daher weitermachen, so wie heute, richtige Reaktion gezeigt und dann versuchen, in Halle zu gewinnen. Man kann sagen, Mainz erste Torchance, kriegt einen Elfmeter, macht dann das Ding. Bis dahin waren die eigentlich gar nicht im Spiel. Und ja, ihr habt es drückend überlegen, geführt die Anfangsphase, aber habt euch nicht belohnt mit dem Tor. Und dann macht Mainz das Ding sehr unglücklich. Ja, so habe ich es auch gesehen. Ich glaube, die hatten gefühlt eine Chance im Spiel, oder beziehungsweise eine gute Aktion, da kriegen sie den Elfmeter. Und ja, so wie ich gerade schon gesagt habe, wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Das Einzige, was wirklich gefehlt hat, war das 2:1. Hinten seid ihr angerannt, dann pfeift der Schiedsrichter in der letzten Minute oder kurz vor Ende der Nachspielzeit dann, oder gab es eine Nachspielzeit, ich weiß es gar nicht, wie hast du es gesehen, nochmal ab, da hättet ihr vielleicht noch eine Ecke gekriegt, die Proteste waren eben schon groß. Ja, ich glaube, es ist ein Fehler, jetzt über den Schiedsrichter zu diskutieren. Ob er jetzt eine Minute nachspielen lässt, darüber können wir sicher diskutieren. Aber es liegt, glaube ich, nicht am Schiedsrichter. So, wir hatten 90 Minuten die Zeit gehabt, hier das Spiel für uns zu entscheiden. Haben wir leider nicht geschafft. Trotzdem, klar, über die Minute kann man immer diskutieren. Aber wie gesagt, daran hat es nicht gelegen. Und wir müssen einfach gucken, es sind 4 Spielen jetzt alle Kräfte bündeln und am Ende schauen, dass wir Dritter oder Vierter werden. So, Marcos Alvarez, dein Tor war heute zu wenig. 1:1 gegen Mainz, wie ist die Stimmung? Ja gut, im Team ist die Stimmung die ganze Zeit schon positiv. Wir lassen uns von solch Rückschlägen nicht beeindrucken. Dafür sind wir zu stark als Gemeinschaft schon aus anderen Situationen rausgekommen. Wir sind jetzt, wie gesagt, vom Gejagten zum Jäger geworden. Und es macht uns gar nichts. Wir müssen da uns einfach selbst rausholen und dementsprechend nächste Woche bei der Auswärtsfahrt halt eben 3 Punkte holen. Welche Rolle gefällt dir lieber? Ja gut, das ist mir eigentlich vollkommen egal, weil im Fußball, wir gehen auf den Platz, um immer zu gewinnen. Und die letzten Wochen hat es halt einfach nicht geklappt. Aber ja, passiert einfach. Ihr wolltet nach der Niederlage in Erfurt und dem Pokal aus bei Egesdorf Langreda heute so ein bisschen eine Reaktion zeigen. In der zweiten Halbzeit ist das gelungen, in der ersten Halbzeit habt ihr euch ein bisschen schwer getan, gerade nach dem Gegentor, dass ja eigentlich die erste Chance von Mainz war. Deine Analyse, ist das Comeback heute gelungen nach den beiden Spielen? Ja gut, ich finde es immer amüsant, dass immer gesagt wird, hier irgendwelche Comebacks oder unsere Negativserie, wenn wir sehen, von wo wir kommen. Wir haben vor 8 Monaten, hat es uns keiner zugetraut, wo wir da stehen. Und jetzt auf einmal wird sehr viel negativ gesprochen und negative Publicity gegen uns betrieben. Finde ich ein bisschen traurig, weil die Mannschaft hängt sich immer rein. Ich glaube, man kann keinem vorwerfen, dass er hier kein Gas gibt. Und das hat man heute wieder gesehen. Klar ist es natürlich demütigend, wenn man jetzt gegen den Oberligisten aus dem Pokal rausfliegt. Heute dann schnell 1:0 hinten liegt, aber die Moral von der Mannschaft stimmt, glaube ich, weil zwischendrin waren auch wieder Pfiffe gegen uns und das haben wir in positive Energie umgewandelt und sind, glaube ich, sehr stark dann in die zweite Halbzeit zurückgekommen und es war klar, dass Mainz irgendwann einbrechen wird und das passiert, nur leider hatten wir halt eben das Quäntchen Glück nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Die Erwartungshaltung ist groß in Osnabrück, jetzt wo ihr auf Platz 3 steht. Ja gut, standen, aber wie gesagt, ich finde es halt immer, ja, die Zeiten ändern sich halt ganz schnell, einmal so und das finde ich ein bisschen traurig, weil wie gesagt, die Mannschaft gibt immer Gas zu 100%, das kann ich versichern und ja, mehr können wir halt auch nicht tun, wir sind auch nur Menschen und keine Maschinen und wir geben einfach unser Bestes jedes Spiel und ja, das kann ich versichern. Du bist gezeichnet aus der ersten Halbzeit, war es glaube ich die Szene, da ist genau was passiert, hast du einen Ellenbogen abbekommen oder? Nee, ich sitze auf dem Boden glaube ich, der Ball duppt an mir vorbei, ich versuche den Ball wegzuköpfen, treffe den Ball und dann kriege ich einfach einen Vollspann glaube ich von irgendjemandem ins Gesicht, aber es passiert, das Fußball. Es ging weiter und du hast auch noch das Tor gemacht, also den Durchblick hattest du noch. Ja gut, zum Schluss wurde es immer schlimmer, wie gesagt, jetzt sehe ich gar nichts mehr auf dem linken Auge und meine große Chance, die ich dann noch in der zweiten Halbzeit habe, vielleicht wenn ich mit dem zweiten Auge was sehe, sehe ich den Ball früher kommen und dann sieht es vielleicht anders aus. Mit dem zweiten sieht man besser, ist aber ein anderer Sender. Markus, Aussichten fürs nächste Wochenende, bist du wieder fit oder du beißt auf die Zähne? Ja, ich denke, man hat es gesehen, wenn mein Auge nicht komplett zugegangen wäre, hätte ich so lange wie möglich weitergespielt, aber wir haben gute Jungs auf der Bank und da bekommt jeder seine Chance, genauso wie heute, dann wäre es einfach der Mannschaft gegenüber nicht fair gewesen, mit einem Auge weiterzuspielen. Und in Halle? Ja gut, wie gesagt, wir wollen jetzt jagen und dazu gehören 3 Punkte.